Einen und Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein ja, ich sag mal, Richtigstellungsvideo von einem weiteren Streit. Ich hatte ja erst vorgestern am Mittwoch ein Video dazu hochgeladen, von dem Streit zwischen Ursulas oder so und Easy Cheesy. Heute kommt der, ja, Richtigstellungsvideo zum Streit von Tanzverbot und Abdel. Es war halt so, dass Abdel Tanzverbot zum Geburtstag gratuliert hat und Tanzverbot sich darüber zwar gefreut hat, dann hat ihn aber... Irgendjemand gerufen, keine Ahnung wer. Und dann hat er halt zur Seite mal geguckt und da hat sich halt Abdel ziemlich leicht angegriffen gefühlt. Was aber auch nicht verstehen kann, dass Abdel ihn dann weiter festgehalten hat. Manche sagen auch, der war zu dem Zeitpunkt betrunken. Kann ich nicht bestätigen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung wer die Leute die Info haben. Vielleicht haben sie es auch keine Ahnung fantasiert oder keine Ahnung kann dazu keine Aussagen machen. Ich weiß es nicht, weil ich dazu keine Infos habe. Update hat Sich danach halt ja leicht angegriffen gefühlt und Tanzverbot hat ihn halt gesagt, dass also in der respektvollen Art und Weise, dass er ihn nicht leiden kann. An sich alles okay, ja, vom Prinzip her. Tanzverbot hat es so gemeint, dass er, wenn er einem im Internet nicht mag, dass er ihn im Real Life auch nicht gleich mag. Ding ist aber, was man auf YouTube macht oder irgendwo im Internet ist ja die eine Sache. Ähm, man ist ja, also manche sind ja auch anders im Real Life als. Auf einer äh, YouTube-Website oder sonst vom Internet, wenn man sich da sonst was verstellt. Also, wenn ich also ich sag heute mal so ein bisschen meine Meinung dazu und zwar würde ich gleich nicht Leute sagen, jo ich hab keinen Bock auf dich in einer, äh, zwar in einer respektvollen Art und Weise, aber wenn ich jemanden aus dem Internet mal treffe und keine Ahnung wo mit in, dem ins Gespräch kommen sollte und ja ich den auf YouTube nicht feier, dann würde ich den auch nicht gleich sagen, ne kein Bock auf dich, so würde ich erstmal freundlich Gespräch anfangen und nicht überhaupt äh, irgendwie verstellen oder so ich weiß ja nicht, wie die Person im Real Life ist da ja fand ich ein Bisschen unangemessen von Tanzverbot Muss man sagen aber Abdel hat sich auch Ziemlich leicht angreifen lassen Lassen ja muss man so sagen Da hat er halt gemeint Was ihm einfällt und so Dann hat er Tanzverbot noch Beleidigt wollte sich boxen was natürlich jetzt auch nicht okay ist von Abdel. Sonntag, wo ich im Livestream von Unge war, habe ich das Ganze erst mitbekommen. Ich habe sonst davon gar nichts überhaupt mitbekommen. 153.000 Leute waren live im Stream dabei. Gab so ein bisschen Unstimmigkeiten. im Chat auch komplette Katastrophe. Die einen Leute sagen das, die anderen das. Der eine auf Seite von Tanzbauerboot. Der eine auf Seite von Abdel. Man muss sagen, beide haben Fehler gemacht. Klar. Aber ja, Simon war in dem Stream schon ein wenig parteiisch. Am Anfang ging es auf jeden Fall noch klar. Dann ist er aber schon eher auf Abdels Seite geraten, nämlich ihn auch komplett überhaupt nicht übel. Man muss auch mal Simon verstehen. Der setzt, versetzt ihn natürlich in die Lage von Tanzverboten und dann auch in die Lage von Update. Wollte. Also Simon wollte das privat regeln. Der hat äh, Tanzi angeschrieben, ob er Abdel beleidigt hat. Tanzverbot hat das wahrscheinlich gleich so angenommen als würdest du mir sowas zutrauen und so ich würde Tanzverbot jetzt eher nicht so zutrauen aber was na gut das war früher wir sind heute in der Gegenwart Tanzverbot hat dann halt zu so Simon gemeint dass er ihn nicht beleidigt hat als das K-Wort das sage ich jetzt einfach mal nicht und das stimmt ja auch eigentlich so nicht weil er hat ja auch nur gesagt hör auf mit deinem K Blablabla Getul. Also rassistische Äußerungen hat er da auf jeden Fall nicht geäußert. Simon wollte das Ganze privat klären. Tanzverbot nicht, hat ein Video drüber gemacht. Ich hätte es. Ja, halt eher privat geregelt, aber man kann halt auch Tanzverbot nicht dazu zwingen, wenn er das nicht will. Dann soll er das auch nicht machen. Klar finde ich es dann auch ein bisschen als ausstehende Person auch ein bisschen. Ja, ich hätte es eher privat geregelt, weil man muss nicht alles so unbedingt in die Öffentlichkeit ziehen. Und Simon hat sich dann auch auf über den Twitter-Post schon ein bisschen. Ja, auch ein bisschen angegriffen gefühlt. Ich kann mich auf jeden Fall in die Lage von Tanzverbot verschieben oder vereinsetzen. Ich bin so blöd zum Labern heute. Ist schon wieder zu spät. Ich nehme das um 21 Uhr auf. Tut mir leid, Leute. Das ist halt YouTubers Live. Leute, die sich dann auch, äh, also mit Update verstanden haben und so, ich sag mal, Freunde von waren, haben sich dann von Tanzverbot distanziert. Hat er nicht verstanden. Kann ich aber auch nachvollziehen. Weil, wenn von meinem Freund irgendjemand da, keine Ahnung irgendwie beleidigt wird oder sonst was, wird dem nicht direkt einfollern. Aber wenn ich es schon gerecht finde, würde ich den auch entfollern. Da kann ich auf jeden Fall. Revi hat dazu auch ein Video gemacht. Habe ich mir zwar nicht angesehen, aber da wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht groß krasse Veränderungen geben, weil also ich weiß auch nicht, wer sich da jetzt noch alles distanziert hat. Schenges war die Rede, aber weitere Infos habe ich auch nicht. Heute von euch aus vorgestern, also am Montag, hat Abdel auch ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, fand ich auch gut angemessen, hat er sich auch für die ganze Sache entschuldigt, ich fand das auch nicht alles so ganz richtig, was Abdel da gemacht hat. Natürlich kann man auch Tanzverbot ein bisschen kritisieren, tue ich auch ein bisschen. Simon war im Stream auch schon wenig parteiisch auf Abdels Seite. Aber am Ende hatte ich halt alles geklärt. Also ich finde es auch gut, dass sie es dann am Ende noch geklärt haben. Monte und Stile haben ja dann auch noch dort ein bisschen über Mittler gespielt. Also am Ende finde ich es auch gut, dass sie es geregelt haben, weil sowas dann noch weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen, finde ich dann auch nicht so schön. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, auf welchen Seite standet ihr zuerst. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen am Freitag, 15 Uhr, zu einem neuen Video. Haut rein, Abo-Glocke aktivieren, eine Bewertung da lassen und ciao, Leute!